zu Frankfurt. Hallo, Name, hallo. Nein, ist hier noch was frei neben dir? Ja. Sich zu unserer heutigen besonderen Veranstaltung begrüßen. Herr Bielinger, hätten Sie das gedacht? 50 Jahre danach? Hier, das Auditorium, einmalige Konstellation von Menschen, die heute hier zusammenfinden am 9. November 2017. Also, unsere Veranstaltung heißt heute vor 50 Jahren unter den Talaren Mut von 1000 Jahren, Studentenproteste in Hamburg 1967. Eigentlich würden wir heute sagen Studierendenproteste, aber zeitgenössisch 1967 Studentenproteste. Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen der RIM-Vorlesung Fast 100 Jahre Universität Hamburg, eine Kooperation der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte mit dem Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs und dem Verein für Hamburgische Geschichte. Heute wiederum handelt es sich um eine Sonderveranstaltung dieser RIM-Vorlesung, die wir gemeinsam mit dem ASTA, genauer gesagt mit der Arbeitsgruppe Studierendengeschichte der verfassten Studierendenschaft beim ASTA der Universität Hamburg veranstalten. Mein besonderer Dank geht an die drei Podiumsgäste, Beatrice Gehlmer, Helga Kurz-Bauer und Franziska Hildebrand. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Kollegen und Mitveranstalter der RIM-Vorlesung Gunnar Zimmermann und bei Oliver Vornfeld vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit des ASTA für ihren Einsatz bei der Vorbereitung dieses Abends, auch stellvertretend für alle anderen, die mitgewirkt haben, sowie bei Hanna Rentschler und Benjamin Röhrs, die vorgestern in der RIM-Vorlesung einen Vortrag über Studentinnen an der Universität Hamburg im Kontext von 1968 gehalten haben und nachher gemeinsam mit Herrn Zimmermann die Saalmikrofone herumreichen werden. Zunächst möchte ich Ihnen die Protagonistinnen und Protagonisten des heutigen Abends kurz vorstellen. Viele von Ihnen kennen Sie, aber manches hört man ja auch wieder gerne. Beatrice Gehlmer, Jahrgang 1943, hat im Anschluss an einen dreijährigen Bundeswehrdienst ab 1965 Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg studiert. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete er ab 1974 als Verwaltungsjurist, schließlich als Senatsdirektor und Amtsleiter der Umweltbehörde sowie von 1994 bis 2004 als Staatsrat der Senatskanzlei und der Kulturbehörde. Heute engagiert sich Herr Bielinger ehrenamtlich vor allem im Museumsbereich, etwa als Vorsitzender der Freunde des Museums der Arbeit und als Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Historische Museen Hamburg. Seit Oktober 1967, ich kenne seit kurzem auch den genauen Tag, ist er Mitglied der SPD. Also kurz vor der Mufaktion. Als einer der beiden Bannerträger bei der berühmten Mufaktion hat sich Gertina Gehlmer zu einer Person der Zeitgeschichte gemacht, ohne dies damals auch nur zu ahnen. Und er tat dies gemeinsam mit Detlef Albers, den wir heute schmerzlich vermissen. Er ist 2008 im Alter von 64 Jahren gestorben. Herr Gehlmer, Sie repräsentieren beide, sich selbst und Detlef Albers. Helga Kurz-Bauer, Jahrgang 1939, hatte schon 9 Jahre Ausbildung und Berufstätigkeit hinter sich, als sie 1966 ein Studium der Soziologie sowie der Wirtschaft und Sozialgeschichte an der Universität Hamburg begann. Im Sommersemester 1967, Sommersemester 67, inklusive 2. Juni, 67 war sie ASTA-Vorsitzende. 1971 erhielt sie ihr Diplom mit einer Arbeit über die studentische Selbstverwaltung und die studentischen Gruppierungen an der Universität Hamburg 1919 bis 1933. Diese Arbeit haben wir in der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte und ziehen sie oft für dieses Thema zu Rate. Von 1971 bis 1974 war Frau Kurz-Bauer Mitglied der Bezirksversammlung Eimsbüttel, danach bis 1978 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. 1988 wurde sie zum Dr. Phil promoviert, beziehungsweise zur Doktorin, mit einer regional- und sozialgeschichtlichen Studie zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Großraum
Hamburg 1873 bis 1890. Von 1985 bis 2003 war sie Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung und im sogenannten Ruhestand von 2003 bis 2014 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten Hamburg. Helga Kurz-Bauer ist seit 1960 Mitglied der SPD. Franziska Hildebrand ist heute amtierende AStA-Vorsitzende. In diesem Amt ist sie seit Mai 2016. Sie ist organisiert im sozialistisch-demokratischen Studierendenverband SDS und studiert Sozialökonomie. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diese Veranstaltung heute gemeinsam machen, die Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte und der AStA. Das passt bei diesem Thema, bei diesem Anlass, an diesem Ort nun wirklich ganz besonders. Ja, das Mikro. Wir kommen zum ersten Programmpunkt. Es gibt einige Programmpunkte. Sie ahnen es, es geht jetzt um das Original Transparent. Wir haben uns vor zwei Wochen getroffen zu Fiat und haben überlegt, sollen wir es überhaupt zeigen? Dazu muss man sagen, es ist wirklich als einer der größten Schätze des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg ein Glanzweg für einen. Aber da Herr Behlmann nach wie vor der Eigentümer ist, hat er es also einmalig loseisen können. Also wir haben uns auch ein bisschen gefragt, bedienen wir damit so ein bisschen dieses Gefühl von Authentizität, man möchte es ja immer möglichst echt und wahr und authentisch haben. Also sollen wir das überhaupt befriedigen? Ja, irgendwie, okay, wir machen das wann, wenn nicht heute. Und wenn nicht hier und wenn nicht mit Ihnen. Also das ist jetzt nochmal die Gelegenheit, das Transparent. Zusammenfassenden Vortrag halten über diese Wurfaktion von 1967, garniert mit einigen Bildern aus dieser Zeit, damit Sie nochmal so ein bisschen diesen Eindruck von damals bekommen. Also dann werden wir hier zu viert auf dem Podium sitzen und uns darüber unterhalten, über die Aktion vom Hof 1967, aber eben auch über den Vorlauf und über die Nachwirkungen und eben auch versuchen mal ein bisschen zu überlegen, was bedeutet das heute eigentlich, inwieweit ist das heute also irgendwie, ist daran noch anknüpfbar und welche Bedeutung hat es eigentlich in der Gegenwart. Also das sind ungefähr unsere Ebenen. Wir haben die normale Vorlesungszeit, das würde enden um 19.45 Uhr. Nach uns ist keine Vorlesung,
Also ich sage es jetzt schon vorweg, also dass ich sagen würde, wir überziehen genau eine Viertelstunde bis 20 Uhr 00, aber dann müssen wir die Heiligen Hallen verlassen. Aber also ich würde sagen, bis 8 können wir uns hier auf jeden Fall heute in dieser speziellen Konstellation unterhalten. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz sagen, das könnte Herr Behlmann natürlich auch sehr gut, Sie haben jetzt dieses Transparent gesehen, ich muss sagen, das war damals von den beiden Protagonisten und vor allem Herr Behlmann hat ja in der Nacht davor geklebt mit Leukoglas auf schwarzem Stoff. Ganz unglaublich, dass er daran gedacht hat, dass es oben an den Ecken auch Leukoglas gibt, damit man weiß, in der Hektik des Rausziehens und Entfaltens, wo oben und wo unten ist. Und dass um eine Seite auch noch mit Heftklammern getackert ist, also was die Kollegen im Archiv natürlich also unglaublich finden. Das ist aber original und gehört dazu, das gibt nämlich an, wo links und rechts ist. Also so gut haben die beiden das damals geplant und auch realisiert, muss man sagen. Das gehört ja auch. Irgendwie geht man mir jetzt ein bisschen dunkler für die Abbildungen auf das heutige Thema einstimmen. Und da habe ich schon mal, ich sehe kaum noch die Knöpfe hier, aber okay, das berühmte Foto kennen Sie natürlich. Auf seiner Titelseite veröffentlichte das Hamburger Abendblatt am Donnerstag, den 9. November 1967. Das Abendblatt erschien damals noch abends, also am selben Tag, einen mit Studenten schockierend die Professorenschaft überschriebenen Artikel. Ja. Können Sie das gut sehen? Ja. Und sprach von der, Zitat, wohl ungewöhnlichsten Feierstunde in der fast 50-jährigen Geschichte der Hamburger Universität. Am Vormittag desselben Tages, ab 10 Uhr, hatte im Auditorium Maximum die jährliche Feier zum Rektorwechsel stattgefunden, mit spektakulärem Auftakt und prägender Nachwirkung, wie wir hier sehen, offenbar bis heute. Es war eine Protestaktion mit Ansage. Zwei Tage zuvor hatte ein Asta-Info, das ist doch auch Zeit. Hatte ein Asta-Info bereits berichtet, mehrere Studentengruppen beabsichtigten bei der Feierstunde Fragen an Rektor, Dekan und Asta zu stellen und die ungelösten Probleme an der Hamburger Universität öffentlich zu diskutieren. Am 8. November kursierte ein Flugblatt, das die Studierenden aufrief, auch ohne Ticket zur Feier des Rektorwechsels zu kommen und diese zur Diskussion über die prekären Studienbedingungen zu nutzen. Und wenn Sie das Flugblatt unten vielleicht noch sehen mit den Namen, da tauchen eben die Namen auf, die Protagonisten Albert Behlmer, kann man wirklich ein bisschen schlecht lesen, Otto und Litten. Also ein Tag vor der Muff-Situation wird schon gesagt, also kommt alle ins Audimax, auch wenn ihr keine Plätze habt, das tat man eigentlich nicht. Auch in der Presse hieß es bereits am 8. November, die diesjährige Rektoratsfeier werde, Zitat, vermutlich den Rahmen des Üblichen sprengen. Und das finde ich auch vom Abendblatt hier, der Titel Studentengruppen wünschen Diskussion. Das ist der Ton. Nicht fordern, wünschen. Tags darauf war der größte Hörsaal der Universität Hamburg bis auf den letzten seiner 1700 Plätze gefüllt. Allerdings waren nur etwa 350 Eintrittskarten im hinteren Saalteil, der ist heute geschlossen. Hinter uns ist abgetrennt, Audi 2 läuft ein Film zeitgleich mit uns. Also es war noch größer, ging noch mehr in die Tiefe. Allerdings waren nur etwa 350 Eintrittskarten im hinteren Saalteil für die knapp damals 20.000 Hamburger Studierenden bereitgestellt worden. Und tatsächlich waren dann mehr als 350 Studierende anwesend und auch mehr als 1700 Personen, also etwa 2000. Und das ist die Einladung und das Programm dieser Rektorfeier, die jährlich stattfand damals. Auf der großen Bühne spielte das Universitätsorchester eine Bach-Ouvertüre, während die gekleideten Professoren gemessenen Schrittes in den Saal einzogen. Also hier sehen Sie nochmal diese berühmte Szene. Das Foto kennen Sie alle. Es gibt verschiedene Fotos davon mit etwas anderen Winkeln. Sie sehen also hinter den
beiden Protestprotagonisten, Karl-Heinz Schäfer und Werner Ehrlicher, den alten und den neuen Rektor. Und dahinter sehen Sie die im Wintersemester 67-68 amtierenden AStA-Vorsitzenden Björn Petzold links und Norbert Jankowski rechts. Vielleicht haben Sie den Text von Norbert Jankowski letzte Woche in der Zeit gelesen. Und Björn Petzold übrigens hat Kontakt zu mir aufgenommen, als er hörte, es gibt diese Veranstaltung, und hat also einiges zum Besten gegeben, sich selber als Apo-Opa bezeichnet und wünscht uns eine ertragreiche Veranstaltung. Ja, gemeinsam an ihrer Spitze der Ordinarien, der bisherige Rektor der Mediziner Karl-Heinz Schäfer und sein Amtsnachfolger der Ökonom Werner Ehrlicher. Als sich zwei Studenten unvermutet vor diesen Zug setzten und ein Transparent mit der Aufschrift unter den Talaren nur von 1000 Jahren entfalteten, nicht entrollten, entfalteten, konnten die dahinter zur Bühne schreitenden Professoren diesen dann bald bekanntesten Slogan der westdeutschen Studentenbewegung nicht lesen und wurden insofern buchstäblich vorgeführt. Das Foto, das diese Situation dokumentiert, ging durch die Medien und wird seither vielfach reproduziert als Symbol verstanden. Für eine Zeitenwende an den deutschen Universitäten Ende der 60er Jahre und für die 68er-Bewegung schlechthin, die übrigens mindestens ebenso berechtigt 67er-Bewegung heißen könnte. Und jetzt ein paar Impressionen, das Herunterschreiten nachempfunden. Und Sie beachten auch bitte das Publikum. Und Sie sehen eben dieses Vorführen. Nach und nach sehen 1700 oder 2000 Personen, was da vorne draufsteht. Nur die Ordinarien, auf die es gemünzt ist, wissen nicht, was steht. Und insofern, es ist auch kein Transparent, sondern ein Banner, denn ein Transparent wäre transparent, das war es nicht. Die Ordinarien sahen schwarzen Stoff von hinten. Da sehen Sie die Medien übrigens, 1967, mit Kamera an der richtigen Stelle stehend. Deshalb haben wir Film und Filmaufnahmen und Fotos. Und das ist ein Foto, das vor kurzem auch am Wochenende in der Taz Nord veröffentlicht wurde, was auf der Doppelseite eine enorme Wirkung entfaltet. Und da sehen Sie ein bisschen mal die Reaktionen des Publikums. Den Coup hatten die beiden Jurastudenten Detlef Albers und Gertina Kehlmann, 23 und 24 Jahre alt, trefflich vorbereitet. Dem Audimax-Personal, als frühere AStA-Vorsitzende bekannt, gelangten die in ihren besten Anzügen erschienenen Kommilitonen auch ohne entsprechendes Billett in den vorderen Teil des Saals. Wie das zusammengelegte, in der Jackett-Innentasche eingeschmuggelte Spruchband möglichst umstandslos zu entfalten sei, hatten sie vorher geprobt. Darüber hören wir nachher vielleicht noch mehr. Die Aufschrift war in der Nacht mit weißem Leukoplaststreifen auf schwarzem Stoff geklebt worden. Ein Stück aufgehobenen Trauerflurs von der Beerdigung des am 2. Juni 1967 in Berlin von einem Polizisten erschossenen Studenten Benno Unnesorg. Über den Ursprung des Spruches wird Gertina Kehlmann gleich selbst Auskunft geben. Der Slogan richtete sich gegen die verstaubten autoritären Strukturen der Ordinarienuniversität und enthielt laut Wilmer auch eine Anspielung auf das tausendjährige Reich, auf die bis dahin kaum und schon gar nicht selbstkritisch thematisierte NS-Vergangenheit vieler deutscher Professoren. Fraglich allerdings ist, inwieweit diese Bedeutung bei der Rektoratsfeier am 9. November überhaupt wahrgenommen wurde, denn weder in den folgenden Gremiensitzungen der Universität noch in der Presseberichterstattung spielte sie eine Rolle. So oder so erntete die MUF-Aktion heftige Reaktionen. Die Mehrzahl der Professoren empfand den gezielten Regelverstoß als eine Art Majestätsbeleidigung. Weite Teile des Publikums schwanken zwischen Entsetzen und Belustigung, während die Ehrengäste betreten schwiegen und es bei Studierenden zu Beifallsstürmen kam. Begleitet von Ausrufen wie "Es lebe das Mittelalter". Trotz der erhitzter Stimmung blieben die Professoren eisern beim geplanten Ablauf ihres dreistündigen Programms. Und das stellen wir uns auch noch mal vor, wie das ausgesehen hat. Also hinten sehen Sie auf der Bühne des Universitäts,
Orchester und die Ordinarien links und rechts, alle in Talar und Halskrause im Samthut auf dem Schoß und in der Reihe dann die Redner. Hier haben wir den Rektor Karl-Heinz Schäfer, der schon nicht mehr war, der Mediziner, der eine Bilanz seines Amtsjahres vorgetragen hat. Hier wird Werner Ehrlicher die Rektorkette umgelegt, die sich jetzt im historischen Zimmer im Hauptgebäude befindet. Und hier spricht der neue Rektor Werner Ehrlicher. Der scheidende Rektor Karl-Heinz Schäfer zog eine Bilanz seines Amtsjahres. Sein Nachfolger Werner Ehrlicher hielt traditionsgemäß einen Fachvortrag aus dem von ihm vertretenen Gebiet. Eine Stunde lang las der Volkswirt, wie es anschließend in der Presse hieß, ein, Zitat, aufreizend nüchternes Referat. Über die wirtschaftliche Rezession von 1966-67 ab und ignorierte die studentische Forderung nach einer Diskussion über die Situation an den Hochschulen. Mit Zwischenrufen und Sprechchören, Ehrlicher wird immer entbehrlicher, versuchten Studenten, ihn zu unterbrechen. Zwischen den beiden Magnifizenzen sprach als AStA-Vorsitzende der 23-jährige Politikstudent Björn Petzold, der einen Mängelkatalog von A bis Z vortrug und dabei Missstände im Lehrbetrieb für einzelne Fächer konkret benannte. Überfüllte Lehrveranstaltungen, akute Raumnot, Wegfall elementarer Seminarangebote, inakzeptable Durchfallquoten bei Prüfungen. Er konstatierte zudem ein gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen Studierenden und Professoren, forderte eine Demokratisierung der Hochschule, plädierte für eine öffentliche Aussprache hier und heute, also hier, und kündigte nötigenfalls die Gründung einer Gegenuniversität an. Zur Aussprache kam es nicht, denn nach Ehrlichers Vortrag versammelten sich die Professoren mit den Ehrengästen zum öffentlichen Empfang im Foyer, während im Saal nun hunderte Studierende untereinander diskutierten. Beim Auszug der Ordinarien hatte einer von ihnen, wie sich Tage später herausstellte, war es der Orientalist Bertolt Stuhler, den Studierenden noch zugerufen, sie gehörten alle ins KZ. Eindeutiger hätte die studentische Kritik nicht bestätigt werden können. Also ich will jetzt den Fall Stuhler hier nicht nochmal aufrollen, aber Sie sehen, er hat sich dann selbst gestellt nach drei Tagen der Behörde. Es gab ein Verfahren, er bekam einen förmlichen Verweis und lehrte im Sommersemester 68 weiter. Aber Sie sehen so ein bisschen die Stimmung der Zeit in Hamburger Morgenpost und der Spiegel und der Titel Muff im Talar. Ich komme nun zu den unmittelbaren Reaktionen auf die Protestaktion. Die Vehemenz der Proteste und deren, wie es hieß, unbotmäßige Form konnten sich Rektor Ehrlicher und Senator Wilhelm Draxelius zunächst nur mit einer Aktion von Berliner Radau-Studenten erklären, die angeblich im Audimax ausgemacht worden war. Es kursierte das, nach Zeugen auch von Werner Ehrlicher verbreitete Gerücht, der Berliner Theologieprofessor Helmut Gollwitzer sei mit einem studentischen Stoßtrupp nach Hamburg Als Gollwitzer dies zu Ohren kam, forderte er Ehrlicher auf, Zitat, diese horrende Falschmeldung aus der Welt zu schaffen. Was auch geschah. Also Ehrlicher dementierte. Verantwortung für alle Zwischenfälle auf der Feier übernahm am nächsten Tag ein sogenannter Initiativausschuss, bestehend aus vier Studenten, allesamt Sozialdemokraten. Detlef Albers und Gertina Klemer sowie Gerhard Otto, Präsident des Studentenparlaments 66-67, und Jens Litten, stellvertretender Bundesvorsitzender des Sozialdemokratischen Hochschulbundes SHB. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, Zitat, keiner kann sich unserer Forderung mit der Ausrede entziehen, sie seien von wirrköpfigen Linksradikalen gestellt. Seit Jahren haben wir auf akademische Weise versucht, in den Organen der Universität und politischen Gremien Einfluss zu nehmen, um Hochschul- und Studentenreformen voranzutreiben. Das erbitterte Ergebnis aller Bemühungen war Unverständnis, Untätigkeit und kurzlebige Scheinerfolge. Es wundert uns nicht, dass Schulsenator Dr. Draxelius die Unruhe als ferngesteuert hinstellt. Er weiß nur zu gut, dass seine eigene Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, ein modernes Hochschulgesetz zu entwerfen, der eigentliche Grund ist. Er und der Rektor haben uns gezwungen, in dieser Form an die Öffentlichkeit zu treten. Das
Studentische Verhalten empfanden die meisten Ordinarien als respektlose Entgleisung und geradezu persönliche Kränkung. Werner Ehrlicher beklagte, Zitat, das Unordentliche an seiner Amtseinführung. In der Sitzung des Akademischen Senats vom 17. November 1967 wurden die AStA-Vorsitzenden Björn Petzold und Norbert Jankowski aufgefordert, sich von den Vorgängen beim Rektorwechsel öffentlich zu distanzieren. Der AStA, so die Antwort, distanziere sich von einzelnen Beleidigungen, nicht aber vom Gesamtverhalten der Studentenschaft während der Feier. Auf professorale Nachfrage betonte Petzold, Zitat, das von den Studenten Alres und Behlmann durch den Saal getragene Plakat betrachte der AStA nicht als Beleidigung, deshalb könne er sich davon nicht distanzieren. Obgleich einige Professoren hartes Durchgreifen, nämlich die Relegation von Alres und Behlmann, forderten, setzte sich unter den Ordinarien die Meinung durch, Zitat, dass der Hintergrund der auch in Hamburg zu verzeichnenden Ausschreitungen eine in der ganzen westlichen Welt verbreitete Protestmentalität unter den Studenten ist, die mit den Mitteln der Disziplinargerichtsbarkeit nicht zu stoppen ist. Und dass deshalb zwangsläufig auch die Ausschreitungen selbst, nachdem sie die Form eines regelrechten Aufstands angenommen haben, mit disziplinarischen Mitteln nicht mehr zu ahnden sind, dass der durch die Verfahren zu erwartende Erfolg voraussichtlich gering, die Reaktion in der Öffentlichkeit, insbesondere in der Presse, mit Sicherheit aber negativ sein wird. Zitat Ende. Und es kam dann eben nicht zur Relegation. Tatsächlich stieß die studentische Aktion in den Medien auch überregional und bis in die Springerpresse durchaus auf Verständnis. Auch die vorgetragene Mängelliste des amtierenden AStA-Vorsitzenden Jörn Petzold fand breite Resonanz. Wegen, Zitat, der Gewichtigkeit der hart aber fair vorgetragenen Argumente brachte das Hamburger Abendblatt am Tag nach der Rektoratsfeier längere Auszüge aus der, wie es hieß, fundierten Rede. Das ist eine interessante Anordnung dieser Seite im Abendblatt, weil der AStA-Vorsitzende kommt zuerst und der neue Rektor kommt danach. Das ist nicht untypisch für diese Tage. Die Frankfurter Rundschau dokumentierte diese Rede kurz darauf noch ausführlicher. Im Hamburger Abendblatt hatte schon am Protesttag selbst ein Kommentar dafür plädiert, dass Väter und Söhne, von Frauen war nicht die Rede, einander wieder näher kommen müssten. Dabei sei es nun an den Vätern, auf die Söhne zuzugehen. Auf derselben Seite hieß es eindeutig, Papas Universität habe sich überlebt. Reformen seien überfällig. Hamburger Abendblatt am 9. November 67, am Tag des Protests, also nach dem Protest. Die Amtstracht der Ordinarien galt vielen nun nicht mehr als Symbol akademischer Würde, sondern als Zeichen besonderer Antiquiertheit mit karnevaleskem Zug. So schrotteten nicht nur rebellierende Studenten, sondern etwa auch die Wochenzeitung Die Zeit, deren Bericht über die Hamburger Rektoratsfeier mit einer plastischen Schilderung von Talar, Halskrause und Samttuch beginnt. Zitat, gegen dessen Ungleichsamkeit auch das gescheiteste Gesicht nicht siegen kann. Die negative Symbolkraft scheint auch den Professoren klar geworden zu sein. Vier Tage nach der Veranstaltung empfahlen die Dekane dem Rektor, Zitat, bis auf Weiteres sollten akademische Festakte ausfallen. Wo dieses nicht möglich ist, sollten die Professoren nicht in Talar auftreten. Tatsächlich wurden Talare nie mehr getragen. Das letzte Mal. Ziel der Hofaktion war es, die Aufmerksamkeit für eine überfällige Hochschulreform in dieser Situation weiter zu erhöhen. Gerade die Universitäten schienen im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Liberalisierungsprozesses der 1960er Jahre besonderen Nachholbedarf zu haben und hinter der allgemeinen Entwicklung zurückzubleiben. Vor diesem Hintergrund artikulierten die Studierenden ihre Forderungen immer mehr unter dem Eindruck, die Zeit sei auf ihrer Seite. Time is on my side. Während die Ordinarien zunehmend auf verlorenen Posten standen. Das schließlich im April 1969 von der hamburgischen Bürgerschaft verabschiedete Hamburger Universitätsgesetz brach als erstes Hochschulreformgesetz der Bundesrepublik mit den alten Strukturen
markiere den Übergang von der ordinarien Universität zur Gruppenuniversität und wäre in dieser Form ohne den Einfluss der Studentenbewegung nicht denkbar gewesen. Dies wird detailliert und differenziert bald in Malte Habscheids Dissertation über das Hamburger Universitätsgesetz von 1969 nachzulesen sein. Die akademische Selbstverwaltung oblag nicht mehr maßgeblich den Ordinarien, sondern wurde auf alle Gruppen innerhalb der Universität verteilt. Mit dem Vorsitzenden der Bundesassistentenkonferenz, dem 37-jährigen Bonner Theologen Peter Fischer-Appelt, nochmal guten Abend, Herr Fischer-Appelt, wurde am 12. Dezember 1969 bundesweit beachtet ein wissenschaftlicher Assistent zum ersten Präsidenten der Universität Hamburg gewählt, gegen die Stimmen fast aller Professuren, für die eine Welt unterzugehen schien. Meine Damen und Herren, am 9. November 1967 hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass das Transparent mit der Aufschrift unter den Talaren nur von 1000 Jahren einmal im Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg als besonderer Schatz gehütet werden würde. Dass 30 Jahre später, 1997, die beiden Protagonisten Albers und Behlmann mit einer Transparentaktion die Neubestuhlung des Audimax bewerben sollten. Hier sehen Sie 67 und 97, und Sie wissen, warum Sie auf diesen Stühlen sitzen. Und dass 50 Jahre nach der Protestaktion wiederum hier im Audimax die heutige Veranstaltung stattfinden würde. Dass der Slogan von 1967 heute noch berühmt ist, zeigt, wie trefflicher, markant und repräsentativ er damalige Kritik an universitären Strukturen auf den Punkt gebracht hat. Aus heutiger Sicht ist die Hamburger MUF-Aktion ein Erinnerungsort deutscher Universitätsgeschichte. Zeitgenössisch mochten manche darin revolutionäre Züge erkennen, bei der quasi ein wichtiger Schritt zu einer demokratischen Normalität, die schließlich auch die Hochschulen erreichte. Vielen Dank bis hierher. Können, ist ja, wie gesagt, eine seltene Gelegenheit. Jetzt möchte ich am Anfang ein paar Fragen an Herrn Behlmann stellen, aus naheliegenden Gründen, weil es der 50. Jahrestag ist und wir werden das danach auch thematisch wieder weiten. Die Frage ist natürlich, ich glaube, es ist angeklungen, dass ich diese MUF-Aktion wirklich ungewöhnlich finde, auch unter den Aktionen Ende der 60er Jahre. Ist das eine besondere Aktion gewesen, weil sie ganz besonders kreativ und intelligent war, was den Spruch selbst anging und was die Art der Aktion anging, wie das überhaupt gemacht wurde. Herr Behlmann, wie sind Sie und Detlef Albers darauf gekommen, das genau so zu machen, wie es dann gelaufen ist? Ich muss ja nicht immer ganz genau so antworten, wie Sie fragen. Jetzt bin ich gespannt. Sie haben so einen spannenden Einleitungsvortrag gehalten, dass ich mich nur bestätigt fühle in dem, was ich seit vielen Jahren erzähle, wenn ich mal seitlich angestoßen werde. Erstens mit der Behauptung, ich war dabei. Es war mehr als überhaupt das Audimax. Und zweitens, nun erzähl mal ganz genau, wie es war. Seit einigen Jahren pflege ich immer zu sagen, als Jurist weiß ich, dass nichts unzuverlässiger ist als Zeugenaussagen. Und zweitens, wie gut, dass man aber auf meine Erinnerung gar nicht angewiesen ist, das kann man alles bei Nikolaisen nachlesen. Das war der Vorschlag. Und ansonsten habe ich aber tatsächlich die Anregung, dass wir, auch wenn das heute der Jahrestag ist, nicht versäumen sollten, wenn von Studentenbewegung die Rede ist, auch von Hamburg, dass wir den Blick weiten. Ich sage mal Stichwort SDS, ich war SHB, auch SDS-Mitglieder haben Dete von mich als erster Vorsitzende gewählt.
Aber die Träger der Studentenbewegung waren ja überwiegend SDS. Zweitens, außer der Hochschule auch andere Dinge im Blick zu nehmen. Vom Vietnamkrieg, vom Schahbesuch bis später Notstandsgesetzgebung. Alles das, was zum gesamten Thema Studentenprotest gehört. Also Herr Böhmert geht Ihnen natürlich völlig recht. Nicht dazu gehört, aber ich möchte einmal sagen, das ist nicht vor Gericht, deshalb diese Zeitzeugenaussage wird in der Universität getätigt und wir glauben Ihnen alles, was Sie sagen. Und zweitens die Frage nach der MUF-Aktion, die haben Sie eben für den NDR beantwortet und wollen das, glaube ich, jetzt nicht wiederholen. Aber alle, die hier sitzen im Auditorium, haben es nicht gehört. Insofern würde ich doch nochmal fragen, wir kommen dann auf die anderen Aspekte, aber wenn Sie doch einmal nochmal kurz sagen, wie kamen Sie auf diese Art der Aktion, welchen Vorlauf hatte das, waren noch andere Leute beteiligt damals, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, dann begrüße ich als erstes mal in der Reihe Norbert Jankowski, der ist ja auch auf dem Foto und war der zweite Assa-Vorsitzende damals im Zeitpunkt mit Björn Petzold zusammen. Und natürlich, wir waren alles ehemalige, jetzige Assa-Vorsitzende. Wir wussten alle, wir müssen was unternehmen. Die hatten ihren Frust überwiegend noch vor sich. Wir hatten ihn nach einem Jahr Assa im akademischen Senat schon hinter uns. Und wir haben auch im Assa darüber diskutiert, es müsste etwas geschehen. Und es ging die eine und die andere Idee. Einer, ich weiß nicht wer, hatte einen Spruch auf dem Campus am Bauzaun gelesen. Nach meiner Erinnerung. Peter Schützer, er war es. Ja, aber da habe ich seine Zweifel. obwohl ich ihn wirklich nicht genau weiß. Ich erinnere mich, dass da irgendwas von Mief und irgendwas von 100 Jahren stand. Ja. Und das Einzige, was ich hier zur Geschichte beigetragen habe, als ich schließlich sagte, man muss nicht nur Gutes wollen, sondern man muss es schließlich tun. Und zwar im allerletzten Moment, in der Nacht vor der Aktion, habe ich aus dem Mief-Muff gemacht und aus den 100.000. Und Sie haben es ja erwähnt, das ist auch völlig richtig, die ganze Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit hat zu diesem Zeitpunkt noch keine große Rolle in unseren Diskussionen gespielt. Es ging um Demokratisierung der Hochschule und um Studienbedingungen. Bei mir persönlich schon. Beeinflusst durch das, was ich in Deutschland an den ersten Prozessen, die ich mir gemerkt habe als Jurist, und da darf ich beiläufig erwähnen, das hat mich dann mein ganzes Berufsleben bis heute begleitet. Und ausgehend von damals und bis heute hätten wir keine Stolpersteine in den Straßen, keine Erinnerungsplakette geschartet bei uns an die Studenten der Linken, im Foyer. Wir hätten keine vorzeigbare Kassettgedenkstätte Neuen Gammel, wir hätten keinen Erinnerungsraum, Bullmuser Damm und alle. Was als allerneuestes gemacht worden ist, in den Ort in der Hafen City. Den werden viele von Ihnen noch nicht gesehen haben. Da muss man mal hin, wenn das zu Hamburg gehört. Also, das war. Das war für mich auch eher müssen, wie wenig auf diesen Aspekt unmittelbar reagiert wurde. Und gäbe es nicht Schwuler, dann wäre er völlig untergegangen. Wer hat es eben überhaupt auch erst dann überregional zum Thema gemacht? So viel. Ja, also das ist ein interessanter Aspekt in über die 1000 Jahre. Also Sie haben das draufgeklebt und Sie wissen, Sie haben daran gedacht, das ist auch noch ein weiterer Kick, also ein Hinweis auf die nicht aufgearbeitete NS-Vergangenheit. Ansonsten ist es interessant, dass jetzt auch in der Medienberichterstattung zu diesem Jahrestag das ganz stark im Vordergrund steht, wie heute zum Beispiel im Streiflicht auf Seite 1 der Süddeutschen Zeitung. Und ich glaube, das ist wirklich größtenteils auch ex post interpretiert, weil das war natürlich ein Thema, das noch diskutiert werden musste und eben kaum angesprochen wurde damals. Und Sie waren dann wohl vermutlich einer der Ersten. Ich habe jetzt nochmal geguckt, dass also in den Unterlagen der Akademische Senat, die Professoren haben nicht darauf Bezug genommen. Sie hätten sich gegen den
Angriff gewehrt. Im Asta wäre man vielleicht stolz drauf gewesen, dass man das gemacht hätte, war auch nicht der Fall. Kein Zeitungsartikel nimmt das auf. Dann kommt diese Schwuler-Affäre 3 Tage später und selbst in dem gezeigten Spiegelartikel, da hätte man ja wunderbar diese Verbindung ziehen können. Also die 1000 Jahre beziehen sich auf das 1000-jährige Reich und Schwuler bestätigt das. Haben sie nicht getan. Das steht nebeneinander, ohne die Verbindung zu ziehen. Insofern waren mir da Zweifel gekommen an der zeitgenössischen Rezeption, dass das ein Thema war im Moment, war ziemlich klar. Aber das ist ein interessanter Punkt, wozu vielleicht viele weitere Zeitzeugen und auch Frau Fritz-Bauer was sagen kann. Ja, es gab jetzt schon einiges, ja, einiges vorher. Zum Beispiel, die Studenten hatten Anfang der 60er Jahre hier in Hamburg ja eine Großveranstaltung wegen der Verhaftung von Augstein und der Spiegelredaktion. Und die Professoren hatten nicht mitgemacht. Dann hat der SDS immer wieder auch, ich glaube, 64 mal versucht, zu Vietnam eine Veranstaltung zu machen. Professoren wollten das, haben das verboten oder wollten das verbieten? Das war allerdings Sie, vor meiner Zeit. 65. Und was dann wirklich schlimm war, als Benno Ohnsorg erschossen worden war und wir hier in der Universität eine, auf dem Campus eine riesen Gedenkveranstaltung machten, und die Professoren aufgefordert waren, wenigstens also teilzunehmen oder wenigstens freizugeben, also keine Vorlesungen und Seminare zu machen. Soweit ich weiß, hat sich Schäfer dafür eingesetzt. Sie wissen sowas besser, nicht? Mhm. Schäfer war immer konzilianter als andere. Aber die anderen wollten nicht mitmachen. Das heißt, wir Studenten standen wieder alleine. Bei Vietnam-Demonstrationen erinnere ich mich noch, ganz brav gingen wir durch Nebenstraßen, weil wir niemals durch die Mankelbergstraße oder ähnliches durften. Und wir waren also ordentlich, keine Zusammenhabe und so weiter. Was stand am nächsten Tag in der Nebenstraße? Und da kam die Bettler, da stand, den Satz vergesse ich nie. Ich habe seitdem nie wieder eine gekauft. Das kann Gangler und ähnlich aussehende Mädchen haben mal wieder schön demonstriert. Einziger Kommentar zu Vietnam, das doch schon auf dem Höhepunkt war. Und im Übrigen, ich war ja schon seit 1960 in der SPD. Ich hatte die Filme über Nacht und Nebel gesehen. Ich hatte Gewerkschaftskontakte. Ich wusste auch, was in Auschwitz gelaufen war, aber an der Universität und auch in der Schule im Abendgymnasium, ja, sprach man über die Nazizeit. Aber früher in der Mittelschule hörte ich mit 33 auch, bei ganz vielen. Und Hofstetter, der Karl Hofstetter, das war doch ein Professor, der dann öffentlich sagte, ja, muss aber Schluss gemacht werden. Er wollte die rehabilitieren, die Nazi-Mörder. Vorbei mit Verfolgung. Es war schon, glaube ich, so 64 oder so. Also es war diese Verleugnung, die war so unerträglich, die war im Grunde atemberaubend. Also Peter Hofstetter, der Psychologe, hat ja auch eine Rolle im Fall Schwuler gespielt, weil er noch versucht hat, Schwuler zu verteidigen. Und der Ergänzung. Man hat da hochgeschätzt den Psychiater Bürger Prinz, hochgeehrt und alles, wie ich da feststellen musste, der war viel verwickelt in die Euthanasie-Geschichte. Dem haben sie tatsächlich, und ich bin noch in der Hilfe für NS-Verfolgte, ja, da gab es einen Fall, da hat eine Frau im KZ beide Töchter verloren, bekam wieder eine Tochter in den 50er Jahren, musste von der gepflegt werden, weil sie völlig von der Rolle war. Die wurde Bürger Prinz vorgestellt, ausgerechnet Bürger Prinz. Und der sagte immer, nein, also das sind keine Folgen des KZ und des Verlusts der Kinder. So lief das damals. Frau Kurzbauer, wenn wir noch bei Ihnen bleiben, Sie waren ja AStA-Vorsitzende nach Detlef Albers und Geltender Fehlmann.
Also man muss es einfach so sagen, das ist ein bisschen Stereotyp, aber es war was Besonderes, dass eine Frau AStA-Vorsitzende wurde. Wie sind Sie das geworden und was haben Sie erlebt in der damaligen sehr männerdominierten Ordinarie-Universität? Ich kann es immer nur sagen, ich war immer zweite Wahl. Ich war Vorsitzende vom SAB hier in Hamburg geworden, eigentlich relativ schnell, aber die suchten immer Leute, die ein bisschen organisieren können. Und wir haben prima Sachen gemacht zusammen mit dem SDS. Mir hat der Schatzmeister der SPD sogar gemeinsame Rechnungen bezahlt. Das war toll. Aber auf jeden Fall, der vorgesehen war als erster Vorsitzender, der fiel aus. Da haben dann Bert Hinnert und Albers mich gebeten, das doch zu machen, denn die hat mich eigentlich als Stellvertreterin, als zweite vorgesehen. Na gut, bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zu kommen zum Kind. Bei der ersten Rektoratsfeier, wo ich reden musste, hier im Audimax, mit all den Jungs im Verlag im Rücken, hab ich vorher gepaust. Aber dann kam eben der 2. Juni, der SDS rief mich nachts um 4 Uhr an. Und schon vorher waren im AStA immer wieder iranische Studenten, hatten erzählt, was los war im Iran, hatten Flugblätter gedruckt und das ging dann hinterher weiter, dann nicht nur der SDS, sondern auch andere Gruppen und der SAB und alles machte Flugblätter und ich habe in dem Semester mein Etat um 20.000 Mark überzogen. Na gut, es ging auch gut, Sie haben mich freigesprochen. Auf jeden Fall, dieser 2. Juni, da wurde es furchtbar turbulent. Alles wuselte rein und raus aus dem AStA und es war schlichtweg toll. Und dann kam die Sache vor der Staatsoper, wo sie dann mit Pferden in die demonstrierenden Studenten reinritten. Ich will mich kurz fassen. Es gab dann Prozesse gegen Studenten, wo in der Begründung stand, nicht nur gegen die vor allem gegen die Polizei, wir haben ja da vor Gericht sind wir gegangen, und dann stand in der Begründung, weil die Richter das abgewiesen haben, unsere Beschwerde, der Einsatz war nicht notwendig, aber nicht zu vermeiden. Naja, auch die Fall so ähnlich, so in dem Sinne ging das dann weiter. Es gab die große Veranstaltung hier auf dem Campus und dann gab es immer wieder, es kam dann an, oder später mit Maubibeln. Also es gab eine Gemengelage, aber dadurch, dass es unruhig war, liegt das Thema auch im Kochen. Und wir waren, und das war die Doppeldeutigkeit in Hamburg, wir waren nicht nur wir, auch die vom RCDS, vom SDS, wurden von allen möglichen Gruppierungen, eher aus den intellektuellen oder etablierten Zirkeln der Bevölkerung eingeladen. Hamburger Frauenrat, gab uns Schnitzel mit. Ich durfte beim Rotary-Kolleg als erste Frau sprechen, große Ehre. Ein berühmter Professor Dr. Stöten lud uns in den Überseeklub ein. Die wollten alle wissen, was wollen die linken Studenten. Ich habe in diesem Jahr 30 Vorträge gehalten mit dem Titel Was wollen die linken Studenten? Naja, das war eigentlich ganz gut, weil wir auch ständig in der Bürgerschaftslobby saßen, so weiß. Und bei allen Parteien war wir machten für die Hochschulreform. Die lag uns da am meisten am Herzen. Aber es kam auch anders, nämlich in der Bevölkerung. Die haben sich gesagt, die studieren, die leben auf unsere Kosten. Wir mussten irgendwann die Studenten warnen, sich in der U-Bahn nicht zu outen als Student, weil sie zum Teil angegriffen wurden.
Ich kriegte ganz nette Postkärtchen mit Drohungen, ein, zwei Todesdrohungen und einer wollte mich zu Tode vergewaltigen. So. Also die Reaktion kam dann auch. Also es war aber trotzdem in Hamburg so, dass die Gespräche die abbrachen. Und wie schon erwähnt, das Abendblatt hat sich sehr, sehr fair hinter die Studenten aufgestellt. Also das muss ich wirklich sagen. Springerpresse hin und her, aber die Journalisten waren gut. Und es war wahrscheinlich auch ein Unterschied, also Ende 67 und damals. Ab Ostern 68 war da der Ton auch anders nach dem Attentat auf Juli Dutschke. Also ich habe jetzt stundenlang noch diesen Bericht von 67 und auch der Zeit davor, das ist ja alles ein langer Vorlauf, hören. Wir kommen auch wieder darauf zurück. Aber Franziska Hildebrand, es ist natürlich, also bei mir läuft immer so der Film ab, was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie jetzt die Aktion aus den 60er Jahren hören? Sie haben ja auch ein großes Taz-Interview gegeben, das ist glaube ich gestern erschienen. Und da haben Sie auch gesagt, also ich wünsche mir eigentlich so etwas wie ein neues 68, da ist irgendwas anschlussfähig. Worin würde das bestehen? Also wie kommt Ihnen das vor, wenn Sie jetzt hier diese Berichte hören? Na, man denkt sofort, das ist ja hochaktuell. Also wir profitieren immer noch von den Kämpfen damals, den Auseinandersetzungen und den Errungenschaften, sei es BAföG, aber wie gerade eben ja schon genannt, auch das tätige Erinnern an den deutschen Faschismus, was eine wesentliche Grundlage ja legt für auch Friedensbewegung, Antifa-Bewegung bis heute. Und doch ist es auch hochaktuell, weil wir ja sehen müssen, dass in der neoliberalen Phase, besonders nach 89, die Errungenschaften für Profite und Privatisierung bekämpft und zurückgenommen worden sind. Also das BAföG ist nicht kein Vollzuschuss mehr, es bekommen nur noch 12% der Studierenden, was nicht heißt, dass die soziale Lage der Studenten sich erheblich verbessert hätte. Die Demokratisierung in den Hochschulen sind für unter Effizienzdogmen gestellt worden. Es gibt die Hochschulräte und mit dem Bachelor-Master-System ist auch eine ganz andere Studienkultur in die Hochschulen gedrückt worden. Und man denkt auch sofort, das ist hochaktuell, weil ja die Ambition für eine friedliche, für eine solidarische Welt, die die 68er damals ja angetrieben hat, bis heute nicht durchgesetzt sind, aber sie ja auch möglicher geworden sind. Ich habe viel auch nochmal gelesen und gesehen, dass Rudi Lischke schon häufig auch Ende der 60er Jahre festgestellt hat, der Produktionsprozess ist an einem Entwicklungspunkt, an dem es materiell möglich ist, die Welt von Hunger, von Unterdrückung, von Herrschaft und von Krieg zu befreien. Und das gilt für heute allemal. Und vor dem Hintergrund ist das eine gute, anregende, pointierte Kritik an den damaligen Verhältnissen gewesen, an den Muff, der heute auch Mut macht und Anlass ist, zu sagen, diese Kritik an den Muff der Leistungsgesellschaft ist neu zu finden. Und wir müssen neu auch die Beginner sein, die Kritik verbreiten und aufklären und diskutieren. Und deswegen hochaktuell und ein guter Anlass, in die Geschichte zu gucken, um daraus zu lernen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass bei dieser dreistündigen Feier der AStA-Vorsitzende Björn Petzold diese Mängelliste von A bis Z vorgetragen hat und ich glaube, die Ordinarien immer unruhiger auf ihren Stühlen dann hin und her ruckelten, weil es eben wirklich bis zum Buchstaben Z ging. Und das war, wie wir gehört haben, eine ziemlich fundierte Liste, die dann auch in der Presse gedruckt wurde, auch übrigens dann offiziell im Rektoramtsbericht, wo dann die Veranstaltung dokumentiert ist. Frau Hildebrand, Sie hatten das, glaube ich, neulich auch gelesen. Kam Ihnen da was bekannt vor oder sind es heute ganz andere Probleme? Ja, weil Sie vorhin gerade nochmal das zerrüttelte Vertrauensverhältnis auch angesprochen haben, muss man vielleicht sagen, dass unter diesen Konkurrenzbedingungen und dem permanenten Evaluationsdruck, den ja sowohl die Studierenden als auch ja die Lehrenden und Professoren durch die neoliberalen Deformationen ausgesetzt sind, ich denke, das ist ein großes Problem, dieses Vertrauensverhältnis unter den Lehrenden und Lernenden, die ja eigentlich zusammen hier in der wissenschaftlichen Institution daran arbeiten sollten, dass die Welt eine bessere wird. Und wir, aus diesem ein Riesenproblem damit eben haben, dass es diese Kultur des Misstrauens geben soll, dass der
neben mir den Masterplatz mir wegnimmt oder das Drittmittel oder eben den unbefristeten Job, den es ja viel zu wenig in dem wissenschaftlichen Bereich gibt. Aber gleichzeitig doch wir neu aufeinander vertrauen müssen, dass wir eben die gemeinsamen Interessen haben und realisieren können. Und ich denke, dass es viele Anschlusspunkte gibt, weil es eben in der neoliberalen Phase ein Rollback gegeben hat, wie die 68er ja, Errungenschaften zurückgenommen haben. Ich will nochmal auf die Situation an den deutschen Universitäten in den 60er Jahren zurückkommen. Diese Aktion von Ihnen damals richtete sich ja in allererster Linie gegen die Ordinarienuniversität, die dann, was man nicht wusste, nicht mehr lange die Zeit überstand. Nicht das politische Mandat vergessen, um das wir gekämpft haben. Kannst du noch mal auf diesen einen Punkt, weil der ist ja auch auf dem Banner zu sehen, also gegen die Talare, das ist das Symbol für die Ordinarien. Wenn Sie vielleicht noch mal den Älteren unter uns in Erinnerung rufen, die wissen das, und die Jüngeren staunen vielleicht, wenn Sie noch mal versuchen zu erzählen, was charakterisierte eigentlich diese alte Ordinarien-Universität, welcher Habitus gehörte dazu, womit waren Sie als Student konfrontiert? Zunächst waren alle außer den Ordinarien damit konfrontiert, dass sie abhängig waren von deren Entscheidungen. Und das traf auf die Studenten zu. Das traf aber insbesondere eben auch auf die Assistenten und den sogenannten akademischen Mittelbau zu. Da kann man mit sehr scharfen Worten das Verhältnis beschreiben, bis hin zu wissenschaftlicher Lohnarbeit, die nachher unter dem Namen des Professors veröffentlicht wurde. Das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Ausmaße von damals hatte, aber wenn ja, dann mögen die davon Betroffenen aufstehen und sich dagegen wehren. Jede erworbene Freiheit stirbt per Zentimeter, wenn sie nicht verteidigt wird. Deswegen glaube ich auch, dass im Ergebnis das, was wir ja schon besprochen haben, dass ein neu zusammengesetztes Konzil der Universität ein magnifischer Abend zum erfolgreichen Präsidenten für anderthalb Jahre gemacht haben. Das ist die unmittelbarste Hamburger Auswirkung der Proteste. Und das war nicht schlecht, denke ich. Im Übrigen, wenn ich sagen darf, vielleicht nochmal auf das, was uns innerlich am meisten angetrieben hat, außer dem Verhältnis an der Universität, das war der Krieg der Amerikaner in Vietnam, wo es auch in Hamburg schon im Februar 1967 zu Demonstrationen von noch wenigen gab, die aber bei dieser Gelegenheit sozialisiert und zusammengeschweißt wurden. Und dann. Ja, ich war genau genommen in Berlin, aber da sind wir als Hamburger Delegation hingefahren, das ist richtig. Erzählen Sie die Geschichte, die Sie vorhin erzählt haben, von der Demonstration Februar 67? Achso, ja, ich erinnere mich an eine, vielleicht war das die erste, in der überhaupt Wasserwerfer in Hamburg gegen demonstrierende Studenten eingesetzt wurden. Direkt vor dem amerikanischen Generalkonsulat, das ja heute dann noch an dieser Stelle steht. Wir waren nicht mehr als 200 oder 300. Und als dann die Medizinen, der öffentliche Konsulat gestürmt, ja. Wegen EFA und sonstiger Politik. Ja. Und da ich die Einzige war, die Englisch genügen konnte, musste ich dann sagen, was wir wollten, und war damit Redelsführerin. Ja, ja. Und Herr Nils-Leisen spielt aber darauf an, wie es damals auch unter Studenten zuging. Auch der Anzug bei der Hofaktion war nicht so ungewöhnlich, wenn es immer als den besten Anzug aus dem Schrank geholt mitnichten. Wir kamen alle mit Anzug und Krawatte, auch in den Astra.
Und wir haben uns natürlich sehr respektvoll angesprochen im Astern, weil es gesieht, solange wir nicht bis zum Schluss der Freunde waren, die Dete und ich. Aber das Spannende ist tatsächlich auch, ich erinnere mich an dieser Demonstration im Februar 1960, als der Wasserwerfer um die Ecke fuhr. Stieß man den Nachbarn an und sagt, Herr Kommilitone, hören Sie nicht, wenn Sie den bitte zur Seite. Naja, und nicht zu unterschätzen in der Bedeutung, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, ist natürlich der schon mal erwähnte Scharbesuch. Ohne den Scharbesuch von den Toten Benno ohne Sorge in Berlin hätte es die Studentenbewegung in der Stärke und Breite nicht gegeben. In Deutschland? In Deutschland natürlich. Ja. Wir könnten auch anfangen mit Berkeley 65 und können weiterziehen bis Chicago. Bis Paris. Nein, aber in Deutschland war der Scharbesuch das Wichtigste. Und zwar, weil sich da eine so ungeheure Entfremdung aufgetan hat zwischen Studenten, die sie informiert hatten, ich sage nur Stichwort mal Autor Bachmann Nieroman, und Repräsentanten in der Universität und in der Gesellschaft ohne jedes Verständnis dafür. Und zwar auch von Menschen, die ich mindestens auch schon damals hochgeschätzt und geachtet habe, wie ein Berliner Bürgermeister Alberts oder ein Hamburger Bürgermeister Reichmann. Das waren ja sehr respektable Persönlichkeiten. Aber sie haben das nicht verstanden und haben den berechtigten Protest von friedlichen Demonstranten als eine Verletzung des Gastrechts und als eine Ungebührigkeit betrachtet. Bei Weidmann muss man vielleicht manches Verständnis haben aus seiner Autobiografie. Er hat sich ja in einer Kieler Rede sogar dazu verschwiegen, zu sagen, diese Studenten erinnert ihn an die SA-Studenten 1932, 1933. Also, das war, das war aber gegen die Rotze ins Mikro. Von Verbindungen und Kost. Ja, auch das habe ich im Übel genommen. Mit uns hat er nicht gesprochen, ja. Aber mit denen. Ja. Ein Aspekt ist mir aber wichtig. Diese Studenten waren alle ganz und gar friedlich. Was man heute bekanntlich nicht mehr von allen demonstriert. Und die Polizei war brutal, aber war ja noch ohne Schutzausrüstung und ohne Mütze. Wenn man überhaupt aber einen Blick von damals bis auf heute zieht, dann wären mir diese gut pfiffige Proteste, Regelverletzung, ja, nicht wie in Deutschland spaßweise gesagt wird, kein Rasen betreten, so und nicht, aber Gesetze natürlich beachten und vor allem Gewaltlosigkeit. Das war uns damals wichtig. Und das wäre gut, wenn das heute auch passiert. Kleinschrittig zurück. Also wir machen hier noch so 10 Minuten weiter und dann geht es ins Plenum und dann haben wir noch eine halbe Stunde für Ihre Fragen und vielleicht auch für Ihre Statements. Ich nehme an, dass auch viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen da sind und vielleicht ihre Erinnerungen auch noch mitteilen wollen, aber das müssen wir dann auch alles begrenzen, weil wir nicht mehr die Zeit dazu haben. Aber Herr Wehmer, eine Frage noch doch zu Ihrer Aktion, um sich das mal vorzustellen. War Ihnen bewusst, dass Sie damit auch sozusagen Ihre berufliche Karriere aufs Spiel setzen? Und was passierte eigentlich nach dieser kurzen Aktion hier im Audimax? Also die Veranstaltung ging ja weiter, sie endete nicht im Eklat, wie man manchmal lesen kann, sondern sie wurde eben 3 Stunden durchgezogen. Was passierte dann eigentlich und wie ging es dann weiter? Ja, das war nämlich so. Mikro. Bevor die beiden ins Audimax gingen, haben sie mich gefragt, haben gesagt, Herr Gammon, was meinst du zu dieser Aktion? Ich sage, um Gottes Willen, ihr habt so einen guten Ruf, ihr zwei. Ihr habt nämlich für die Studenten schon viel beim HVV und Gott weiß wo erreicht. Das ist problematisch, eventuell werdet ihr relegiert. Aber Detlef sagte dann, ja weißt du, Herr Gammon, die Uni, die ist ja auch nicht so ohne. Und er murmelte dann, er sagte dann auch was von 1000 Jahre Deutsches Reich, ne? Also es war schon so 1000-jähriges Reich mit drin.
Und dann haben sie gesagt, nein, nein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Also es gab schon Bedenken, es gab schon Wammel, es gab damals noch ein studentisches Disziplinarrecht. Und sie haben ja zitiert, was ich nicht wusste, dass einsichtige Professoren schon sehr schnell danach sagten, hoppla, da machen wir einen Fehler. Also einsichtig vielleicht nicht, aber realistisch. Ja, oder realistisch. Für mich sah es so, immerhin mindestens ein oder zwei Jahre lief ein studentisches Disziplinarverfahren. Das lief nur deswegen ins Leere, weil das Studentenparlament solidarischerweise und netterweise mich als Beisitzer benannt hat. Und ohne studentischen Beisitzer war es nicht beschlussfähig. Neuen Universitätsgesetz abgelöst. Dadurch hatte speziell diese Aktion unmittelbar keine bedrohlichen Folgen. Ganz anders war eine regelrechte Verfolgung durch einige, nicht alle, aber einige, mir durchaus noch nach. Inwiefern das denn eigentlich gelungen oder wie das gelungen ist, über den Verlauf der 60er Jahre, denn es war aufgerufen mit Anzug und Sie und allem Formellen und sowas, aber es hat ja einen massiven Kulturwandel in dieser Zeit gegeben. Und ich meine, dass wir es eben nicht nur auf der Ebene der Rebürokratisierung und Hierarchisierung der Universitäten oder der Gesellschaft mit einer Restauration seit 89 zu tun haben, sondern dass wir es auch mit einer kulturellen Restauration zu tun haben. Also, weiß ich nicht, viel machen, Familie, Privatheit und sowas unter dem Dogma von There is no alternative eine ungeheure Bedeutung bekommen. Und selbst wenn man eigentlich gesellschaftlich viel verändern will, viel Ungerechtigkeitsbewusstsein hat und was dagegen unternehmen möchte, dass diese Welt so verfasst ist, wie sie verfasst ist, man meint, man müsste sich doch immer auf diesen kleinen Nahen konzentrieren. Ich finde, das ist eine zentrale Herausforderung für uns alle, das zu ändern. Und wüsste gerne, wie das vielleicht auch aus der 68er-Perspektive heute reflektiert wird. Ich bin der Meinung, dass sich wahnsinnig viel geändert hat. Man muss das jetzt in Erinnerung rufen, schon zur Lage der Frauen, dass zum Beispiel erst 1977 gesetzlich entschieden wurde, dass der Ehemann nicht mehr der Frau verbieten darf zu arbeiten. Die Pille gab es damals in den 60er Jahren nur für verheiratete Frauen. Und einer vom Oster fragte uns Mädels, wie sie sagten, damals, ja, Mädels, wisst ihr denn, wo ihr die Pille bekommt? War ja, das ist schwierig, es gibt so wenig Ärzte, guckt er uns an und sagt, der Studentenarzt gibt euch die. Also das gab es da auch schon, aber ansonsten die autoritäre Grundstruktur in der Bevölkerung war auch bestimmt durch die, ja, kann man sagen, Kaiserzeit, durch die Nazizeit und durch die Männer, die zurückgekommen waren aus allen möglichen Beschäftigungen und Morden im Krieg. Ich habe vermieden, bestimmten Männern in bestimmten Alter die Hand zu geben. Manchmal sah dann man das auch an den Betonköpfen. Ja, es gab einen Film, es waren alle Mörder, also so ähnlich hieß er. Es war so, dass das aufgelöst wurde. Es wurde allmählich gesprochen über die Vergangenheit. Es gab ganz andere Lockerkeit bei der Kleidung, das war, glaube ich, schon angesprochen. Und ja, es gab auch nicht mehr die Unterwürfigkeit gegenüber Höherstehenden oder Professoren oder Ähnlichen. Zumindest hat sich das auch nach und nach gegeben. Im Übrigen kann ich mich nicht erinnern, dass ich gegenüber einem Professor unterwürfig war oder Probleme hatte. Die waren alle furchtbar nett zu mir, aber ich habe manchmal den Verdacht, sie waren es auch, weil sie wussten, ich war politisch aktiv und Assad-Vorsitzender. Auf jeden Fall, es hat sich wahnsinnig viel verändert und ich sehe das auch in der Politik, dass man da offener auf, zumindest in Hamburg,
auf die Menschen zugeht. Ich war ja selber eine Zeit lang in der Politik. Den Verein Kind im Krankenhaus haben wir in meinem Wohnzimmer gegründet und waren dann völlig überflüssig nach 10 Jahren, weil auf einmal alles erlaubt war, nämlich täglich die Kinder im Krankenhaus zu besuchen. Es gibt so Kleinigkeiten, die ganz, ganz wichtig sind bei der Entwicklung einer Gesellschaft und vor allen Dingen die Kindererziehung. In meiner Grundschule nach 1945 schlug der Lehrer sofort zu, wenn man 4 mal 7 falsche Antwort gab. Und das brachte Blockierungen sondergleichen. Also es hat sich doch sehr viel verändert. Ich habe immer gesagt, und damit will ich Schluss machen, ich hatte häufig Praktikanten und Auszubildende in meinem Amt. Und ich habe dann oft, wenn ich nach Hause kam, zu meinem Mann gesagt, du, die jungen Leute sind heutzutage viel netter als wir früher. Malte Habscheid ist mein Name. Ich sitze mit an einer Doktorarbeit zur Entstehung des Hamburger Universitätsgesetzes von 1969, das ist das, was Herr Gleisen schon erwähnt hat. Und es ist so, dass ich da naturgemäß ganz häufig im Archiv gucke mir Akten an und deswegen bin ich einfach ganz dankbar, dass die beiden Zeitzeugen, die in meiner Wahrnehmung nicht Feinde eines Historikers sind, wie das manchmal gesagt wird, so plastisch geschildert haben, wie es damals zugegangen ist, weil das einfach was ganz anderes ist, als das in den Akten zu lesen. Nicht, dass man die Akten nicht bräuchte, aber das, was Frau Kutz-Bauer gesagt hat, dass sie sich was übergeben mussten, bevor sie hier 1966 war, das dann wahrscheinlich gestanden haben, das ist einfach, das findet man in keiner Akte. Und das spiegelt die Zeit schon wieder. Ich wollte dazu nur kurz sagen, Herr Behmer, Sie hatten gesagt, dass es eigentlich, wenn es nur in Anführungsstrichen die Wahl von Herrn Fischer-Appelt war, die das mitbewirkt hat, die Studentenbewegung, dann wäre das schon viel gewesen, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich möchte aber noch ergänzen, dass das Thema Demokratisierung, das für mich bei der Untersuchung des Universitätsgesetzes einfach sehr im Vordergrund steht, dass das nach meiner Wahrnehmung, nach meinem Eindruck, und da will ich Sie fragen, ob Sie das vielleicht auch retrospektiv sehen, dass das enorm wichtig war zu der Zeit. Das war Ihnen und Herrn Albers, glaube ich, schon sehr wichtig, als es noch keine öffentliche Aufmerksamkeit gab. Und eine Ergänzung will ich dann nur ganz kurz machen. In den Fakultäten, die es damals noch gab, waren nur, weil Sie mit dafür gesorgt haben, 2 Studenten bei einer Überzahl von allen Ordinarien. In der Diskussion der Studentenbewegung kam dann die Frage der sogenannten dritten Parität auf. Das kennt man heutzutage nicht mehr, manche werden sich vielleicht noch erinnern. Dieses Schlagwort hat, das kann man so sagen, der hat Albers geprägt. Es hatte bundesweite Bedeutung. Und durch dieses rote Büchlein, genau. Und das ist mit einem Grund, da bin ich relativ sicher, durch unsere Bundesgesetzgesetzes, durch auch Ihr Engagement, aber das auch viele andere Studierende in Hamburg und anderswo, dass durch die dritte Parität hier in Hamburg letztlich in das Universitätsgesetz reingeschrieben worden ist, dass die Studierenden ein Drittel der Sitze im Konzil haben. Das ist, glaube ich, einfach nur mal der Vorgehen. Wichtig ist dabei auch, es gab zwar die Idee dieser Demokratisierung, aber nur dadurch, dass es Studierende gab, die das in die Hand genommen haben, war das jetzt mal nicht ganz historisch, sondern mehr politisch. Das reicht doch. Dann schenke ich darauf und war das, also trifft man Eindruck. Weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. Die dritte Parität, Demokratisierung der Universität hier eben auch konkret Vordenker in Hamburg hatte, die dann auch bundesweit von Bedeutung waren. Wir wechseln wieder auf die andere Seite. Ja, Walter. Mein Name ist Gunnar Walter. Ich möchte eher nach dem Moment der kulturellen Emanzipation fragen. Dass dieses Transparent oder dieses Foto um die Welt ging, hat ja den Grund darin, dass diese politische Pointierung unglaublich den Nerv getroffen hat und deshalb auch quasi ikonografisch geworden ist für diese Zeit. Und deshalb möchte ich fragen, welche Bedeutung hat auch nicht nur bei dieser Aktion, sondern später der gezielte Tabubruch gehabt? Denn man sieht ja schon an den Fotos, wie schrecklich das gewesen sein muss, wenn die da sitzen, wie in der katholischen Kirche, in einem Gebäude, was eher Weihrauch redet da noch. Ja.
dieses Gebäude ja eher hinweist auf eine demokratische Öffnung der Hochschulen, ist ja auch schon ein Widerspruch. Und wenn einem zugesagt wird, also sicher hätte man früher gar zu wenig, das muss ja schon eine unglaubliche Enge gewesen sein. Also welche Rolle hat der gezielte Tabubruch gespielt? Ich habe es eigentlich schon gesagt, man kann es nur wiederholen, es war auf den Punkt. Und es verletzte bestimmte Regeln in einer bestimmten Situation. Es war eine Festveranstaltung. Man war festlich gekleidet, es waren Rektoren von Nachbaruniversitäten aus Norddeutschland anwesend. Bernhard Ehrlicher hat gesagt, mein Gott, das war immer so schön, diese Feier. Warum ausgerechnet bei mir jetzt dieses? Ja? Und das war so eine Aktion, also Herr Dehner hat ja schon gesagt, einerseits harmlos, könnte man sagen, auf jeden Fall gewaltlos, auf eine Art keck, frech, pfiffig, aber eben auf den Punkt. Und es hat, wie gesagt, die Ordinarien im Nerv getroffen und das muss man erstmal schaffen. Das ist dieser Tabubruch, aber der gezielte, nicht irgendeiner, sondern in einer bestimmten Situation. Und dann wurden die 3 Stunden durchgezogen, aber irgendwie war das so ein Point of No Return. Danach ging es nicht mehr so weiter. Mit den Talaren war es vorbei. Die wurden nie wieder getragen und das Transparent ist jetzt das Highlight. Gut, wir gehen wieder auf die andere Seite. Ja, bitteschön, in der ersten Reihe. Aber ich habe die beiden anderen gefragt, also die Zeitzeugen gefragt, ja, ob sie dazu etwas sagen möchten. Da muss ich jetzt kein Tabu brechen, sondern nur bei Hartmann. Herr Walter, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Wehmer hatte mich gebeten zu antworten, aber er kann gerne. Die Kollegin auch? Herr Wehmer, wollen Sie nochmal? Wir wechseln jetzt auf die andere Seite. Erste Reihe, bitteschön. Herr Wester, Herr Becker, ich wollte nur einen ganz kleinen Hinweis geben. Eine Bitte äußern an den Pastor. Die Talare wurden in Hamburg ja gar nicht so furchtbar lange getragen. Denn die Universität Hamburg ist ja vorgegangen als ein Kolonialinstitut. Das Kolonialinstitut, das konnte man daran erkennen, jeden Tag, wenn man am Hauptgebäude vorbeiging, gab es das Wissmann-Denkmal. Da stand Wissmann und lag der Löwe und das Karlsruhe. Und da hat der SDS 67 dieses Denkmal entweicht. Da kam natürlich die Polizei, er wurde, ich glaube, der Schütt war das, der wurde misshandelt, alles Mögliche, aber Pio Gallier hatte den Auftrag vom Norddeutschen Rundfunk, mal so über Alltag der Studenten einen Film zu drehen. Und er hat das gedreht. Und der Film bekam dann den Titel Landfriedensbruch und wurde nicht gesendet. Er wurde bezahlt, aber wurde nicht gesendet. Und als Rundsock 20 Jahre tot war, das ist jetzt so dann schon wieder ein paar Jahre her, da fragte mich Klaus Peter Sieg, der ist ja wohl doch bekannt, der hat ja das Hamburg-Journal aufgebaut, ob ich nicht mal alles Material, was umkehrend gesendet worden ist zur 68er Zeit, mir angucken könnte. Das habe ich dann gespielt auf einen Zoll. Und was finde ich? Den Film von Theo Gallier, Landfriedensbruch. Kassette gemacht zu Theo Gallier hin. Oh, da ist er ja. Dann sind wir zu Hannelore Schäfer gegangen. Und dann wurde der Film später, ein Jahr später, im Rahmen einer Reihe, die 68er, gezeigt mit eine Viertelstunde Studiogespräch mit Theo Gallier und ich stelle die damals im Film vorkam. Und ich wollte den Aster bitten, diesen Film auf dieser Leinwand im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe einmal zu zeigen, weil das sei ja nun dann etwa noch etwas mehr als die erotischen Männerrufen, da so ein Denkmal umzustürzen. Das Denkmal liegt im Holzkopf, wo es nicht erschien. Das ist man Denkmal, das mir noch gar nicht erwähnt und Frau Fritz-Bauer nimmt das mal Stellung. Mikro. Ich wollte
Also, der Sturz des Wittmann-Denkmals wurde auch dokumentiert in einem Film Landfriedensbruch. Der Film war dann ziemlich im verschwunden und kaputt und so. Und dann wurde ich irgendwann von ehemaligen SDS-Mitgliedern übrigens gebeten, als Landeszentrale doch finanziell dazu beizutragen, dass er wieder in Ordnung gebracht wurde. Das wurde gemacht. Ich hatte auch Exemplare davon und eins müssten Sie auch bekommen. Wir haben überlegt, ob wir es zeigen. Dieser Film ist nämlich in vieler Hinsicht aufschlussreich, weil es einmal zeigt, wie jung und fröhlich diese jungen Leute da waren, alles SDS-Leute, die sich so amüsieren an der Elbe und wie sie aber auch politisch diskutieren. Da gibt es Aufnahmen, wie die Jungs auf dem Balkon sitzen und diskutieren und die schöne Sibylle kommt und sagt, möchte jemand noch Kaffee? Das war die Situation der Frauen in jener Zeit in der Studentenbewegung. Musste manchmal sehr laut reden, damit ich gehört wurde. Aber ich war auch im Studentenparlament. Ja. Und dann vielleicht sollte Sibylle noch etwas dazu sagen, denn es werden sehr interessante Diskussionen in dem Film gezeigt, wie die Studenten auch versuchen, da in einer Hochschule irgendein Elternpaar oder so zu überzeugen. Jedenfalls, der Film hat es in sich und dann natürlich wird der Sturz von dem Denkmal gezeigt. Und wir konnten den irgendwie wegen der Rechte nicht zeigen, oder warum? Wir haben die nämlich damals gezeigt als Landeszentrale. Wann Einmal zwischendurch, dann kommt der Fischer Appel, einmal direkt dazu. Bitte schön. Ja. Also, ich bin Sibylle aus ganz kurz zu dem Film. Also der Theo Galea hat diesen Film gemacht mit einem Assistenten, den ich ihm vermittelt hatte, Rolf Schübel. Aus ihm ist später ein bekannter Filmregisseur geworden. Und wir haben innerhalb von drei Monaten unsere Situation versucht zu zeigen. Aber es war natürlich auch, wie Helga sagte, auch das, was wir an heiteren Dingen, Flower Power, Hippie, wir haben das alles mitgemacht. Aber wir haben auch demonstriert und das stimmt schon, ich biete auch heute noch den Kaffee an. Also, ich war Mitglied auch im SHB, ich war nicht im SDS, bin später dann auch im Studentenparlament gewesen, bin politisch aktiv gewesen in der Zeit, als ich in St. Pauli wohnte, habe mich später aus Enttäuschung über die SPD zurückgezogen, aber ich bin immer noch SPD. Und der Film noch zur Geschichte dazu, dass Helga Bauer gefragt wurde. Es war so, Theo Galea machte seine Filme und wenn er einen neuen Film begann, dann war der alte nicht mehr interessant. Und so wurden auch seine Materialien, hat er nicht gut verwertet und geschützt. Beim NDR wurde der Film erstmal nicht gezeigt, das war eine Co-Produktion. Und ich bin einmal eingeladen worden von Herrn Schwarzkopf, damals Programmdirektor vom NDR, der mich versuchte auszuhorchen, was denn eigentlich mit diesem Film intendiert sei, ob wir denn damit jetzt also besondere Propaganda betreiben wollten und den zur Agitation irgendwo verwenden wollten. Und das habe ich natürlich, habe mir das Essen bezahlen lassen, aber konnte ihm nur ein paar freundliche Auskünfte gegeben. Dass der Film dann nicht gezeigt wurde, lag eben auch daran, dass der NDR sich nicht traute einfach. Und der Film war dann sozusagen verschollen, bei Theo gab es nichts zu finden und irgendwie sagt er, ja, aber irgendwie eine Kopie habe ich doch an die Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und dann habe ich dort angerufen und tatsächlich, sie hatten eine Kopie und dann habe ich Helga Bauer gebeten,
kannst du die nicht zu euch nach Hamburg holen? Und dann haben wir in Hamburg uns diesen Film in der Landeszentrale für politische Bildung angeschaut. Und dann ging das tatsächlich so, dass dann auch jemand vom NDR mit dabei war. Und der sagte, oh, naja, jetzt können wir den ja doch vielleicht mal zeigen. So ging das dann alles weiter. Also vielleicht kommen wir das ja noch hin. Vielleicht wird er auch mal hier gezeigt. Ringvorlesung, fast 100 Jahre. Anregung nur, dass man dieses Denkmal, den Wismann, der jetzt in Bergedorf im Depot liegt, man sollte doch in Hamburg einen Kolonialpark errichten. Es gibt noch vieles, was erinnern könnte. Und da könnte der ein zentrales Stück sein. Ganz kurz. Sibylle, sehe ich das richtig, dass du bei den Vietnam-Demonstrationen immer mit Gitarre vorweggegangen bist? Es stimmt, ich bin bei einigen Demonstrationen vorne weg mit der Gitarre und habe gesungen. We shall overcome. Die heutige Veranstaltung knüpft unter den fünf Rollen der Universität hauptsächlich an die fünfte an, nämlich die soziale und politische Rolle der Universität mit durchaus folkloristischen Elementen. Die Universität hat aber noch vier andere Rollen. Und zwar ist sie ein Bildungszentrum und vielleicht das höchste in der Gesellschaft. Durch das Studium, das sie in Forschung und Lehre kritisch betreibt. Und davon gibt es drei Spin-off-Effekte. Das eine ist, dass die Universität zu einer gigantischen Lehrinstitution geworden ist seit der Neuzeit. Das zweite, dass sie eine enorme Bedeutung für die Drittmittelforschung gewonnen hat. Und das dritte, dass sie auch Dienstleistungen erbringt, wie im großen UKE oder in den Museen. Wenn wir uns mal die erste Rolle der Universität vergegenwärtigen, dann hat die in unserer Diskussion heute noch keine Rolle gespielt. Sie ist aber fundamental gewesen in den Reformen der 68er Jahre. Nicht nur, dass die Universität als letzte Institution in die Demokratie integriert werden musste und das mit einigen Aplomb, es hätte früher begonnen, viel leichter vonstatten gegangen. Nein, es ging auch um die Frage, ob der inzwischen grassierende Positivismus im Wissenschaftsverständnis das A und O und das letzte Wort in der Wissenschaft überhaupt sei. Es ging darum, ob die Wissenschaft auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat und wie das zu formulieren wäre. Und die Professoren damaliger Zeit, die durchaus ein offenes Ohr dafür hatten, hatten jedenfalls große Furcht davor, der Definition der Wissenschaft näher zu treten oder gar mit ihr eine Zweckbindung zu verbinden. Verstehen Sie, alle Wissenschaft scheint neutral zu laufen. Methodisch ist sie nicht abhängig von irgendeiner Vorgabe. Und so ist noch analog die Universität eigentlich als unabhängige Institution gedacht, auch wenn sie vom Staat unterhalten sehr viele staatliche Auftragsangelegenheiten wahrnehmen muss. Also diese Frage war die entscheidende in den nächsten zwei Jahren nach diesem Ereignis von 67. Und als hier in diesem Saal die Wahl zum Präsidenten stattfand, mit zwei Hearings am 1. Dezember und am 12. Dezember 1969, zweimal, weil der Kandidat der Professoren, Herr Professor Wiebeke, Mumps hatte. Und man dann darauf bestand, dass alle Kandidaten noch einmal gehört werden.
also in einem Marathon, da ist die Wahl über diese Frage entschieden worden, über keine andere, in 3 Minuten. Und das ist auch dokumentiert. Ich möchte Ihnen mal sagen, dass in diesem blauen Heft hier, dem Kreuznacher Hochschulkonzept, das die Bundesassistentenkonferenz im September 1968 in 3.000 und dann in 50.000 Exemplaren aufgelegt hat, eine Definition von Wissenschaft steht, die ganz anders ist als das, was bis dahin relevant war. Das möchte ich Ihnen gerne nochmal vorlesen, damit die Substanz dieser Reform auch zur Sprache kommt, neben der Organisationsreform, die wir auch alle hinter uns gebracht haben und die, Gott sei es geklagt, zum Teil zurück abgewickelt worden ist. Wissenschaft ist die gemeinsame Anstrengung von Menschen, das Verhältnis aller Menschen zur natürlichen und sozialen Welt, zum Zweck der vernünftigen Einrichtung der Menschheit unter die Form universaler Rationalität zu bringen. Das ist die Definition, die den Philosophen am besten gefällt. Es kommt jetzt noch eine. Anders gewendet, Wissenschaft wird als solidarische Bemühung von Menschen in methodisch ausgewiesener und zielbewusster Erkenntnisarbeit gegen die Irrationalität der natürlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse unternommen, damit die Erde als der einheitlich gemeinsame Lebensraum einer brüderlichen Menschheit in Frieden bewohnt und mit Vernunft genutzt wird. Darum ging es schon damals und in diesen Zeiten sind wir angetreten. Es ging nicht nur um Organisationsreformen, so wichtig sie sind, denn wir sind alle Mitglieder der Universität und wir haben alle prinzipiell das gleiche Recht, ob Studierende oder Professoren, ob technisches oder Verwaltungspersonal oder Assistenten, an der Selbstverwaltung der Körperschaft Universität mitzuwirken, in gewissen Paritäten, die sich geändert haben, aber entscheidend ist, dass die Organe auch Kompetenzen haben und die haben sie heute nicht mehr, in einem relevanten Maße nicht mehr. Und sehen Sie, es geht nicht nur um diese formalen Fragen, es geht um das Verständnis von Wissenschaft und da hat sich etwas geändert inzwischen. Das habe ich Ihrem Beifall entnommen und da auf dieser Linie müssen wir fortfahren. Und ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.